Peace Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum zweiten Part mit der VfL Wolfsburg Karriere. Und ihr habt abgestimmt, und zwar hat Dennis Diekmeier mit 66% gewonnen und Corentin Tolisso mit 66%, und darum werde ich jetzt mal den beiden eine Anfrage senden. Ja, dann können wir Niklas Süle mal streichen, aber vielleicht, nein, ich werde ihn heute in dieser Folge wieder in die Infokarte tun und Sebastian Rudi auch. Aber Sanchez können wir streichen. Ja, also Leute, Dennis Diekmeier werde ich jetzt mal eine Anfrage senden und in Corentin Tolisso auch eine Anfrage. Und dann habt ihr noch in die Kommentare geschrieben, dass ich Barco und Lautaro Martinez kaufen soll. Darum werde ich jetzt ihnen auch mal eine Anfrage senden. Oh, Leute, mein Gott, was mache ich da? Alles klar, Digga. Also werde ich jetzt mal senden, und Lautaro Martinez werde ich noch schauen. Lautaro Martinez, ich glaube, das ist der hier. Und Leute, was ich noch vorhatte, war Julio Cesar zu kaufen. Hier, aber der ist zwar schon alt, aber ich probiere einfach mal ein Angebot zu unterbreiten, und zwar für nochmal 6 Millionen. Und wer ich auch noch vorhatte zu kaufen, Leute, haltet euch fest, und zwar Ederson, der Torwart, auch von Benfica Lissabon. Und ja, Leute, das waren eigentlich die Transfers. Wir werden jetzt mal abwarten und zum nächsten Spiel simulieren gegen Benfica Lissabon. Also, für Plattenhardt möchten sie 14 Millionen, denn Stigma 5 Millionen, Corentin Tolisso 42,5. Und Esparco, da er vor kurzem zum Verein gekommen ist, möchten sie ihn nicht geben. Daher werde ich weiß nicht, Platten, ich schau mal, ich versuche zuerst Tolisso, weil ich den unbedingt brauche. Und dann sind wir weiter. Für den Stigmeier habe ich auch mal einen raus. Für den Dennis, aber ich würde jetzt mal. Mit Dings warte ich jetzt mal. Mit. Was wollte ich sagen? Mit Plattenhardt. Ederson 44,5 Millionen. Okay, sie wollen 13, dann werde ich mal, ich werde mal 13 machen, aber für Ederson wollen sie 44,5 Millionen, Leute, das ist schon ein bisschen viel, darum werde ich es nicht annehmen, denke ich jetzt mal. Nein, Leute, ich werde es nicht annehmen. Und Lautaro Martinez 8 Millionen. Da werde ich auch mal ein Dings raushauen. Und ja, Renato Sanchez haben wir ja letztes Mal schon bekommen. Und ja, Leute, heute steht das Spiel an. Gegen Benfica Lissabon. Darum werde ich jetzt das mal spielen. Ich werde mit diesem spielen. Ich werde es auf Halbprofi spielen.
Und ja, vielleicht dann in der einer anderen Karriere mit einem anderen Team werde ich dann mal einen höheren Schwierigkeitsgrad wählen, aber zuerst einmal so. Schön in die untere Ecke da. Von Rodriguez. Alles klar, Digga. Ja, Digga. Also Leute, heute steht das Spiel an. Leute, ich schalte noch kurz die Audio aus, da ihr mich dann vielleicht nicht verstehen werdet. Dann werde ich Kommentar ausmachen, die Durchsagen, Spielerrufe, Soundeffekte und die Zuschauer werde ich mal so lassen. Also dann starten wir jetzt rein ins Spiel gegen Benfica Lissabon. Also Leute, wir haben da... Sie haben das erste Anspiel gehabt. Sie kommen hier gerade über die rechte Seite. Aber weiß nicht, wer das gewesen war. Luis Gustavo konnte klären. Hat jetzt wieder eine Chance geklärt, die Chance. Da schön Gomez auf Mali. So muss der Hase laufen hier. Und jawohl. Und jetzt kann Mali gehen, da hat er viel Platz. Und ich hoffe, er trifft gerade. Und das, Leute, war das 1:0. Und ja, Leute, wenn ihr denkt, dass der Schwierigkeitsgrad noch, also wenn ich zum Beispiel so 5:0 oder so gewinne, schreibt in die Kommentare, ob ich dann den Schwierigkeitsgrad verändern soll. Und ja, aber ich werde es jetzt mal erst auf Halbprofi spielen. Wenn ich zum Beispiel 5:0 gewinne, dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ich weiterhin auf Halbprofi spielen soll oder nicht. Also Leute, es geht weiter. Es steht bereits 1:0. Ja Leute, gab es einen Foul. Und ja Leute, eine kurze Info und was ich sagen wollte, ich bekomme nächste Woche von meinem Götti, also kann ich seine Kamera auslehnen und dann werde ich wahrscheinlich auch mit dieser Kamera Videos machen. Und ja Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das gut findet. Und jetzt müssen wir aber uns wieder auf das Match konzentrieren, denn Benfica Lissabon ist nicht ein einfacher Gegner, würde ich jetzt mal sagen, für aus Wolfsburger Sicht, denn Benfica Lissabon hat auch gute Spieler. Aber wir werden mal unser Bestes geben hier, Leute, damit wir auch ein gutes Match für euch hinkriegen. Und ja, schön da von Mali auf Gomez. Gomez probiert rein. Gomez hier jetzt mit der Flanke. Oh mein Gott, und das war eine schöne Parade vom Keeper. Aber es ist noch nicht vorbei, Leute. Oh mein Gott. Das wäre eine schöne Idee gewesen, aber es wäre, glaube ich, Offside, Abseits gewesen. Und da kann Rodriguez nicht mal... Ist das nein, die Davi. Konnte da nicht weiterleiten. Sie kommen hier jetzt mit El Savio. Rodriguez konnte da schön abwehren. Passt Benaglio. Benaglio schöner, passt Plaszczykowski. Die Davi weiter zu Batsuer, Batsuer weiter zu Gomez und jetzt kann Gomez laufen. Jetzt hat er viel Platz. Ich glaube, ich werde selber schießen. Oh mein Gott, Leute, an die Latte, was los? Aber es ist noch nicht vorbei, die Chance lebt noch. Arnold geht da schön, alles klar, Digga. Es kann schön geklärt da. Schön weitergeleitet auf Gomez. Gomez mit dem Schuss. Und da ist das 2:0, Leute. Aber Leute, ich glaube, der Halbprofi ist ein bisschen zu einfach. Ich werde mal schauen, ob ich den Schwierigkeitsgrad jetzt noch ändern kann. Aber ich glaube nicht, so viel ich weiß. Nein, Leute. Aber ab dem nächsten Match werde ich eine höhere Schwierigkeit machen, denke ich mal.
Aber ich werde mal schauen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel so 3 Tore gehen jetzt ja noch, aber wenn ich 5 Tore oder wenn ich 5 Tore schieße, werde ich den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Also höher meine ich, nicht runter, sondern höher. Damit es nicht zu einfach ist, weil sonst ist es auch langweilig für euch, wenn ich da immer gewinne. Ah, was für ein Fehlpass, aber wir können den Ball wieder da über erobern. Blaschkowski weiter auf die Davi auf Gomez. Gomez auf Arnold, der mit dem Schuss. Oh mein Gott, das war nicht gut von mir. Aber es geht weiter. Jetzt wieder Benfica mit dem Angriff. Aber ich denke mal, es kommt nicht weit. Oh mein Gott, Leute, was los? Ja, schön geklärt da. Oh mein Gott, Leute. Benaglio da mit der Parade. Also, das war ja nicht eine richtige Parade, aber er hat ihn gehalten. Na, oh mein, die Davi kann da nicht weiterleiten, obwohl ich auf Steilpass gedrückt habe. Jetzt Benfica mit dem Angriff. Oh, schön da von Benaglio, dass er da rausgekommen ist. Die Davi weiter auf Batsuer. Auf Arnold, glaube ich, war's, oder? Ja, es war Arnold. Arnold auf Gomez. Ah, schöner Versuch, aber Arnold ist nicht durchgekommen. Ja, moin, da wir auf Arnold. Und da, Leute, das war die erste Halbzeit. Nach der zweiten Halbzeit werde ich mal schauen, ob wir noch Julius Cesar oder einen anderen Spieler bekommen werden. Und dann denke ich mal, ist auch diese Folge zu Ende. Aber ich denke mal, es wird noch ein bisschen weitergehen. Also falls ihr Lust habt, ja, die nächste Folge, denke ich mal, wird am Mittwoch sein. Ah, nein, Leute, das ist schwierig, weil alles klar, Digga. Ich weiß nicht, wann die nächste Folge kommt, da ich nächste Woche schnuppern gehe und die zwei und die übernächste Woche auch. Also wir haben ja jetzt Sommerferien und die erste Woche, das beziehungsweise die nächste Woche werde ich wahrscheinlich nur am Freitag ein Video, werde ich wahrscheinlich die Karriere am Freitagabend. Also kommt die dritte Folge von dem Karrieremodus, da ich eben schnuppern muss und die übernächste Woche bin ich auch am Schnuppern. Da denke ich mal, wird die Folge 4 auch am Freitag kommen. Und dann in der dritten Woche sind wir in Italien und da denke ich mal, werde ich ein paar Vlogs machen, aber leider kann ich dann da nur mit dem Handy oder ich probiere mal. Ja, wahrscheinlich geht es nur mit dem Handy. Aber wenn ich nächste Woche die Kamera habe, könnte es auch, kann es sein, dass Samstag und Sonntag auch Videos kommen. Deshalb, ja, Leute, aber wahrscheinlich kann ich die Kamera nicht mit in den Film nehmen. Also, Leute, wir sind ja jetzt nicht dort. Dazu werde ich noch ein Infovideo machen. Das wird, beziehungsweise das kommt morgen online. Und ja, Arnold wird da gefoult, Leute. Rot, oh mein Gott, Leute, es gibt Rot für Benfica, für Andreas Samaris. Ich werde jetzt mal so den Pass da geben, dann kann er schießen. Knapp vorbei, aber es geht noch weiter, Leute. Oh, wieder ein Freistoß, den probiere ich mal mit Arnold reinzumachen. Oh mein Gott. Raulo Lopez kann da klären. Aber ich denke mal, Arnold wird ein Stammspieler sein. Aber wir werden es ja noch sehen, Leute. Und darum werde ich den jetzt rein. Oh mein Gott, schon wieder eine. Ja, ist gut, der hat locker berührt.
Nein. Oder vielleicht kommt das Infovideo heute noch, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich werde es wahrscheinlich allerspätestens werde ich es morgen hochladen. Aber dieses Video kommt heute noch. Ich weiß nur nicht, ob es jetzt dann gleich kommt. Oder erst, wenn ich vom Training nach Hause bin. Aber wir sind jetzt in der Karrieremodus und ich werde nicht mehr darüber jetzt sprechen, Leute. Sondern nur mich auf die Karriere und das Match konzentrieren. Und ja, Leute, also, der David kann da... Oh mein Gott, Leute, was war das bitte schön? Das war nicht ein guter Pass von die David da. Aber jetzt kommt Benfica mit Salvio. Und wir mit Blaschkowski und da kommt die Flanke rein, aber Rodriguez kann sie abfangen. Die Davi auf Mali, schön da auf Gomez und jetzt ist Gomez durch. Wenn er Pace hätte, dann bremsen wir mal ab, spielen ihn da rein und die Davi mit dem Schuss. Alles klar, Digga. Da habe ich den Knopf nicht richtig gedrückt und darum ist so ein Lauchpass gekommen, sag ich jetzt mal. Und ja, Leute, also ich bin mega gehypt auf diesen Karrieremodus. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie viele Folgen ich davon machen sollte. Schön, da Rodriguez kann weiterleiten auf Guilla, Wogui, Mali auf Arnold. Arnold kann jetzt da gehen. Also er probiert sich durchzusetzen, aber... Ja, Leute. Oh mein Leute, Alter, was mache ich da? Jetzt probiert Gerhard gegen Rafa und da kann er sich nicht durchsetzen. Und Benaglio mit einer schönen Parade und Arnold auf Gomez und jetzt kann Gomez gehen, aber ich denke mal, ich lege den noch mal auf Arnold. Und Arnold kann da kommen. Er könnte schießen. Leute, warum schießt er so schlecht? Aber ihr müsst jetzt nicht denken, dass ich das extra mache, damit ich den Schwierigkeitsgrad nicht umstellen. Ich habe einfach nicht richtig auf den Knopf gedrückt und darum ist wahrscheinlich. Und da können wir nochmal reinlegen und jetzt. Oh mein Gott, Leute, da haben sie. Schön verteidigt Benfica. Jetzt wieder Benfica mit Angriff mit Rafa. Rodriguez kann den Ball abfangen, spielt weiter auf Mali. Mali auf Gerhard, Gerhard auf Arnold. Und jetzt kann Arnold gehen. Und jetzt kann er gehen. Und jetzt schießen wir. Und eine schöne Parade da von Raul Lopez. Jetzt kommt die Flanke rein von Didavi. Gomez kann da schießen, aber er trifft den Ball nicht. Nochmal eine Flanke. Wieder die Davi, aber der Torwart ist rausgekommen und passt zu ihr mit dem Schuss und da ist wieder abgelenkt. Noch eine Ecke. Die Davi bringt sie wieder rein. Oh mein Gott, Rodriguez. Alles klar, Leute, das war kein Tor. Nochmal eine Flanke, die Davi. Schön aufpasst, Arnold. Ah, Leute, aber da konnten sie abfangen und dann kommt die. Ja, Leute, das war der Schlusspfiff. Wir gewinnen dieses Spiel. 3-0 gegen Benfica Lissabon. Und ja, Leute, jetzt werden wir mal eben, was ich vorher angesprochen habe. Wenn ich jetzt mal kurz schauen gehen. Also, Leute, ihr seht, das nächste Spiel ist gegen Valencia. Wir simulieren mal weiter. Ah, oh, Leute. Also, wir haben in diesem Spiel, in dieser Folge, 4 Transfers gemacht. Also schauen wir mal, Olympique Leo hat 42 Millionen akzeptiert. Das werden wir, denke ich mal, auch gerade annehmen. Denn Tolisso brauchen wir unbedingt. 4 Jahre wichtig für die Mannschaft. Und da geht das Vertragsangebot los. Dann Benfica hat auch angenommen. 1 Jahr möchte er.
das ist gut, dass wir ein Ask-Torwart haben, weil dann haben wir. Dennis Stiegmeier will auch unterschreiben. 3 Jahre wichtiger Stammspieler. Werden wir ihm mal geben? Dann. Lautaro Martinez hat auch angenommen, der möchte 15.000. Dann geben wir mal ihm die und 4 Jahre möchte er und wichtiger Stammspieler. Also Leute, wie ihr seht, das war jetzt mal. Ich werde das Angebot von Plattenhardt werde ich noch überdenken. Und ja Leute, dieses Spiel werde ich jetzt nicht spielen. Sondern ich mache kurz einen Cut und schau mal, wie lange das Video schon geht. Und ja, bis später. Also Leute, die Folge geht schon 20 Minuten und 48 Sekunden. Ich werde jetzt noch kurz dieses Spiel hier simulieren. Und dann das nächste Spiel in der nächsten Folge wieder spielen. Und ja Leute, hier verlieren wir leider 2:0. Aber ich denke mal, wenn wir es gespielt hätten, hätten wir gewonnen. Aber ja Leute, ich werde jetzt noch kurz simulieren, um zu schauen, ob wir die Spiele bekommen. Und dann ist auch Nationaltrainer und dann ist dies auch schon fertig. Also, Cesar hat das Angebot angenommen. Also haben wir eine neue Verpflichtung. Und Lautaro Martinez hat auch angenommen. Darum werden wir jetzt das auch annehmen, Leute. Dann haben wir 2 neue Verpflichtungen. Und das werden wir dann alles in der nächsten Folge anschauen. Und ja Leute, ich bedanke mich bei euch damit, dass ihr diese Folge mitgeschaut habt. Und ja Leute, wenn euch dieses Video gefällt, gebt mir nur einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und ja Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal und bis. Ach ja, Leute, was ich noch kurz sagen wollte, ist, ich muss jetzt leider ins Training fahren und werde dieses Video, wenn ich vom Training herkomme, schneiden. Das wird so um 9 Uhr oder so sein. Und wenn ich es geschnitten habe, werde ich es direkt hochladen, dass es noch am Freitag hochkommt. Und ja, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Video und peace.